Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerade in Heilbronn, habe gerade das Saatgut vorbeigebracht für die Aussaat, für die Jungpflanzen 2022. Das geht jetzt bald los. Und dachte, wenn ich gerade da bin, kann ich jetzt noch mal eine Runde Mega-Rokoto schauen. Ich hoffe, man versteht mich. Es hat kein externes Mikro drin. Mal jetzt ganz spontan. Können wir mal schauen. Guten Morgen. So, hier die großen. Ein paar schöne dran. Ja. Also, ihr könnt ja gerne mal kurz schreiben, ob ihr mich hört. Archilago, also Archilago. Typ, ja. Bolivian Harry Pepper. Die werden auch hübsch. Sehr schön, dass da noch so viel dran ist. Sehr schön, also es regnet hier ja zusätzlich noch, deswegen war ich jetzt auch nicht ganz sicher. Also ja, wie gesagt, macht richtig Laune, bis am Anfang Januar die noch so dastehen, schöne Früchte dran haben. Ich ernte mir jetzt eine Kleinigkeit, damit ich, ja, ein bisschen was zum Naschen habe. Und wünsche euch allen auf jeden Fall, jetzt gehen wir noch einmal im Detail so ein bisschen durch. Also das war die war, kann man die, das ist echt auch ganz hübsch. Die Bolivian Harry Pepper. Die ist auch immer ganz nett anzuschauen. Ambanto Longo. Ah, die Sucania X-Rot. Wenn man da reingeht, sieht man auch sehr schöne reife Früchtchen. Matthias, wie die so groß sind. Die Rokotos werden eigentlich immer sehr massiv und in dem Fall stehen die jetzt hier, wie du siehst, hier unten in den Palettenhochbeete. Jedes Palettenhochbeet hat knapp 280 Liter Erdvolumen und die sind letztes Jahr gewachsen, sehr schön gewachsen. Ja. Ja, Hans Dieter, wenn ich teilen muss, musst du halt mal vorbeikommen. Bin aktuell noch in Göppingen. Kannst mich ja mal besuchen kommen. Dann nehme ich dir jetzt auch mal drei, vier Früchtchen mit. Ja? So, ich ernte jetzt ein paar. Bild davon bekommt ihr später. Und dann mache ich mich wieder auf den Weg. Euch allen einen schönen Tag und wer es noch nicht mitbekommen hat, alles Gute im neuen Jahr.